Hallo zusammen, willkommen zurück bei meinem zweiten Teil, wie baue ich eine Zapfanlage, Tankanlage etc. In der ersten Folge habe ich euch schon gezeigt, wie man einen großen Tank baut und jetzt bauen wir weiter und bauen Pumpe etc. alles dran, sowie auch einen zweiten Tank, den wir leer machen, sodass wir sehen, dass die Tankanlage auch funktioniert. Hier auf der rechten Seite habe ich schon unsere gemeinsamen großen Tank gebaut, wie im ersten Video schon berichtet. Und hier kommt auf dieser Plattform der Rest der Anlage. Hier habe ich schon nochmal meinen Ersatztank, den ich habe. Den werde ich jetzt auch erstmal drehen. So, den setze ich hier vorne hin. Die Tankanzeige setze ich hier direkt nebendran. Die steht jetzt wieder auf 0,00. Wieder die Rohre draufsetzen. So, gehen wir hier runter. Aus folgendem Grund, da es dann später leichter ist, den Zapfschlauch dran zu setzen. Gut, im Spiel könnt ihr das dann anders machen. Ich mache das jetzt hier erstmal nur fürs Video, da es einfacher ist, das alles zu bedienen. So, jetzt brauchen wir hier auch noch einen Anschluss. So, das können wir rausschmeißen. Ich den Fluid Connector brauchen wir, das ist Licht, einen kleinen Moment, lass mal schauen, wo der hier überall drin ist, hier ist er, da haben wir, Digitalanzeige brauchen wir nicht mehr, schmeißen wir raus, Tank brauchen wir auch nicht mehr, Batterie benötigen wir gleich noch, warum sage ich euch. Was wir noch benötigen, ist eine Pumpe, eine Winch, dann nehme ich gern die große. Die Pumpe holen wir gleich noch, nee, die hole ich gleich mit raus. Dann setzen wir die hier hin. Das kann noch raus, das benötigen wir nicht mehr. Und das benötigen wir auch nicht mehr. So, gut. Dann habe ich erstmal so soweit das Wichtigste. Den Flutkonnektor setzen wir hier vorne dran. So, dass die Spitze hier nach vorne zeigt, weil das benötigen wir dann zum Betanken. Eine Batterie wieder hierhin, wie gehabt. Und verbinden jetzt auch alles wieder erstmal mit Strom. So. Logiksystem. Verbinden wir den Tank hier mit der Tankanzeige. Und somit ist das hier schon einmal fertig. Dann hätten wir das schon mal zusammen. Wie ihr seht, zeigt der Tank 00 an noch. Das wird auch jetzt auch gleich, machen wir die Beschriftung dafür. Dann haben wir das komplett. Tankanzeige 2, Dezimal lassen wir so, den Tank machen wir komplett auf leer, dass ihr wisst, dass der Tank auch komplett leer ist. Gut, hier gehen wir wieder raus, halt Moment, wieder rein, da habe ich mich jetzt vertan. Jetzt ist das hier soweit erstmal fertig hier drüben. Hier setzen wir jetzt unsere Pumpe hin. Die drehen wir, sodass der Schwarze nach hinten zeigt und genauso in die Richtung ist von dem Rohr, das hier oben rausgeht, dass wir es dann hier gleich einfacher haben.
Hier ein Winkel dran. Und hier können wir einfach mit dem geraden Rohr raus. Hier hin. Dann hier eins hin. Setzen wir hier noch ein Rohr hin. Na, das will manchmal nicht so, wie es möchte, leider. So, jetzt setzen wir das hier hin. Drehen uns das. So, jetzt ist das auch verbunden hier mit dem großen Tank, wie man sieht. Ich zeige es euch nochmal, so dass ihr das auch richtig seht. Alles verbunden. Hier gehen wir raus. Gut, jetzt müssten wir hier unten erstmal ein kleines Podest bauen. Warum, zeige ich euch gleich. Dazu benötigen wir jetzt noch zwei Mauerstücke mit Rohr, wie beim Tank 1 Bau. Das brauche ich. Und Pep Angel. Aus folgendem Grund. Das müssen wir jetzt wieder drehen. Nein, das gehört hier hin. Halt sowas richtig. Und so. Da die Pumpe unten, die Winde unten ein Loch hat und auch Wasserzuführung benötigt. Wie ihr seht, seht ihr an den blauen Pfeilen hier, wie die Durchflussrichtung ist. Und wenn ich die Winde jetzt hier nehme und sie mal für euch drehe, dann seht ihr, hier unten in der Mitte ist ein Loch. Das ist die Kraftstoff- oder Wasser- oder Flüssigkeitszuführung. Und deshalb habe ich auch hier unten im Podest dieses Loch gebaut. Jetzt setzen wir die hier oben drauf. So, jetzt sind sie schön erhöht. Jetzt kommt hier oben wieder so ein Konnektor dran, dass wir den wieder mit Sprit versorgen. Dann benötigen wir als nächstes zwei Schalter. Den Toggle-Button. Nehmen wir zwei Toggle-Button. Es reicht ein. Nehmen wir zwei Toggle-Button dafür. Das sollte wohl reichen. Die setzen wir hier hin und einmal hier hin. Einer ist, um die Pumpe anzuschalten und dass der Schlauch rausgeht, sodass auch dass der Schlauch direkt rausgeht und man auch befüllen kann. Der zweite Button, den ich da hier hingesetzt habe, ist dafür da, den Schlauch auch wieder einzuziehen. Gut, soweit haben wir alles. Jetzt gehen wir hier wieder auf unser Logiksystem. Hier seht ihr, kann ich die Winde Cable up, bedeutet Winde einziehen, Cable down ist rausfahren, dann verbinde ich den Schalter hier auch mit der Pumpe, dann ist das soweit alles okay. Dann habt ihr das alles hier miteinander verbunden. Jetzt gehen wir hier auf Strom, das benötigt Strom, ihr könnt das hier, den Schalter da hinten, den mache ich gleich wieder weg. Könnt ihr einfach so miteinander hier verbinden alles. Oder hier direkt mit der Batterie, es ist egal. Hauptsache, dass es alles miteinander verknüpft, sodass alles Strom hat. Jetzt gehe ich hier drauf, beschrifte das wieder. Displayname, Schlauch rein. Default State bedeutet, der Schalter ist aus, wenn man startet. Das ist ganz wichtig. So, das ist Pumpe an. Schalter ist auch wieder aus.
Hier könnt ihr den Speed bestimmen, wie schnell der Schlauch rein und raus soll oder der Winde rein und rausfahren soll. Ich lasse das mal auf 1,5. Die Geschwindigkeit der Pumpe, mit wie viel Power die fahren soll, lassen wir auch so. Dann hätten wir soweit erstmal alles fertig. Das haben wir. Dann schauen wir hier noch einmal drauf. Logiksystem. Alles noch mal überprüfen. Soweit ist alles gut. Das ist auch alles miteinander verbunden. Ist alles gut. Passt soweit. Hervorragend. Gut. Dann kann ich das hier mal abspeichern. Auf Tankanlage. Zapf. Tankanlage. Zapfsäule. Säule. Na, jetzt aber. Gut. Und jetzt gehe ich hier raus nochmal aus dem Menü. Ich habe nämlich noch was vergessen, das wegzumachen hier drüben, dass der nicht so irritiert. Dann speichere ich das nochmal hier. Okay, und jetzt lasse ich das Ganze spawnen. Gut. Und schon ist es da. Hier muss man halt ein bisschen hüpfen, da er immer nicht will, dass man da hochkommt, wegen der kleinen Stufe. Da steigt er immer. So, wie ihr seht, ist hier 000. Der Tank ist leer. Hier ist mein voller Tank. So, ich mache jetzt mal hier Licht an, dass ihr ein bisschen besser seht. Dann drücke ich jetzt mal hier diesen Button, ist on. Die Zapfdinge geht raus. Mit E gedrückt lassen, könnt ihr ihn hier rüberziehen. Mit E lasst ihr wieder los. Und wie ihr seht, der Tank füllt sich um auf 700 knapp ungefähr. Und wenn das voll ist, könnt ihr das dann wieder ausmachen. Drückt ihr hier wieder drauf. Um den Schlauch einfahren zu lassen, drückt ihr hier wieder rein. Und somit ist euer leerer Tank jetzt gefüllt. Mehr ist es nicht. Und hier hat es abgenommen, die Anzeige. Ist nur noch auf 5590. So, jetzt ist es... Aha, jetzt ist gleich der Schlauch fertig. Okay, jetzt... Zickt da ein bisschen rum. Will er nicht. Da streikt er ab und zu mal. Irgendwann lässt er den dann auch automatisch los. Man kann es auch so machen, dass der Magnet dann ausgeschaltet wird. Aber das ist ein anderes Tutorial. Ansonsten ist das soweit alles fertig. So, wenn ihr nur mal kurz E drückt, dann ist das so, dann geht das auch wieder ab. So, jetzt machen wir den Schalter hier drüben wieder aus und fertig ist das. So funktioniert eine Tankanlage. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn ihr irgendwas noch wissen wollt, Fragen habt oder Anregungen, schreibt es mir unten in die Kommentare und bedanke mich fürs Zuschauen. Tschüss!